Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem 440. Mathe-Video, mit dem ich das Musterbeispiel einer Kurvendiskussion einer gebrochen rationalen Funktion abschließe. Das letzte, was wir ja gemacht hatten, war die Extremwerte. Und jetzt kommen wir im letzten Teil zu den Wendestellen. Die notwendige Bedingung für eine Wendestelle ist ja f2' von x gleich 0 und die zweite Ableitung war ja herzerfrischend einfach. 18x durch x minus 2 in Klammern hoch 4 gleich 0 ist dann und nur dann der Fall, wenn x gleich 0 ist. Ja, jetzt habe ich hier einmal gemacht so eine alte Kiste zur Vermeidung von f3' von x, obwohl das hier, sag ich mal, noch machbar wäre, wählen wir das Vorzeichenkriterium für Wendestellen. Also f2' von x gibt es da ein Vorzeichenwechsel an der Stelle x gleich 0. Und zwar habe ich jetzt einmal ausgerechnet f2' von 0 plus h. Ich gehe also von rechts an 0 heran und dann gehe ich von links an die 0 heran. Dann bekomme ich also das f2' von 0 plus h ist also f2' von h. Und das wäre 18h durch h minus 2 hoch 4. Wenn h jetzt positiv ist, das habe ich hier hingeschrieben, ist der Zähler positiv und hoch 4 ist auch positiv. Das heißt, der ganze rechts davon ist die zweite Ableitung positiv. Wenn ich das jetzt auf die, ich gehe jetzt wieder, h ist wieder größer 0, jetzt ziehe ich es ab von 0, also f2' von 0 minus h. Ich gehe von links an die 0 heran, wäre f2' von minus h und dann seht ihr minus 18h durch minus h minus 2 hoch 4. Der Nenner ist wieder positiv, hoch 4 ist immer positiv und minus 18h ist, wenn h größer 0 ist, ist es negativ. Das bedeutet, links davon habe ich kleiner 0, ich habe also einen Vorzeichenwechsel der zweiten Ableitung, also ist 0 f von 0 eine Wendestelle. So. Jetzt werde ich mir mal eben die Funktion aufschreiben. Ne, die Funktion brauche ich mir nicht aufzuschreiben, sondern ich habe die hier schon mit GeoGebra. Kann ich erklären. Ihr seht 3x² minus 3x durch x minus 2 hoch 2. Das ist der Graph. Grenzwert für x gegen minus unendlich trifft man alle wieder hier bei die Nullstelle. Bei 2 Drittel war die, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und dann hatten wir y gleich 3 als gerade Asymptote. Seht hier den Grenzwert. Ja. Und das Minimum seht ihr hier auch. Wir hatten ja ein Minimum ausgerechnet. Und ihr seht, das ist tatsächlich ein absolutes Minimum aufgrund der Grenzwerte, die wir hier haben und der Asymptote. Ja. Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann hört ihr euch sicherlich auch meine nächsten Videos an. Da geht es nämlich um das Musterbeispiel einer gebrochenen rationalen Funktion. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Nicht unbedingt. Jetzt wird das nicht unbedingt in jedem Kurs gemacht, aber ich denke mir, ich stelle es rein und mache es einmal vor, was man da machen kann, wenn da so ein Parameter herumschwirrt. Jo. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.